Hallöchen und willkommen zu meinem kleinen Weihnachtsspezial. Eigentlich ist es ja mehr oder weniger nur eine Info, dass ich ja über Weihnachten keine Videos hochlade. Aus dem einfachen Grund, weil ich auch mal eine Pause haben will. Ist ja vielleicht ganz verständlich. Vor allem zu Weihnachten muss man ja nicht immer pausenlos irgendwelche Videos hochladen. Habe ich ja jetzt eigentlich seit Februar, seit ich angefangen habe, gemacht. Wir befinden uns hier gerade in dem Spiel Viscera Cleanup Detail. Das ist ein Spiel in der Alpha. Und diese Map heißt Santa's Rampage. Und dieses Spiel, ja, mehr oder weniger hat man einfach nur die Aufgabe, sauber zu machen. Ja. Und ich finde das so geil, deswegen wollte ich das jetzt einfach mal zeigen. Vor allem, weil es halt gerade in dem Weihnachtsthema ist. Normalerweise befindet man sich auf solchen Maps, wo man Aliens wegräumt, beziehungsweise die Innereien von Aliens. Und natürlich ganz viel Blut und so. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, was das Spiel für einen Sinn hat. Also, so viel Sinn hat es nicht, aber ich mag einfach solche Spiele. Das ist so ein bisschen wie, als würde man nebenbei Solitär spielen oder sowas. Ist genauso sinnlos. Es ist halt ein bisschen, Beschäftigungstherapie, würde ich jetzt mal sagen. Und ich frage mich echt, was hier passiert ist. Ach, das will ich auch gar nicht wissen. Oh, shit. Wie ich das hasse. Ich muss übrigens noch herausfinden, was das Teil ist. Das ist nämlich in den normalen Maps nicht dabei. Oh, na toll. Oh, na toll. Super. Ich hasse das. Wenn man in Blut tritt, dann macht man solche hässlichen Fußstapfen. Hör ich jetzt auf? Gut. So. Kann ich gar nicht leiden. Dann macht man alles wieder dreckig, was man vorher sauber gemacht hat. Oh, hier liegen Beine. Hallo Bein. Übrigens muss man das verbrennen. Weil irgendwie muss man es ja loswerden, ne? Also im Endeffekt muss man hier wirklich so lange sauber machen, bis man sauber gemacht hat. Man ist halt hier die dumme Putze. Es gibt jetzt nicht wirklich am Ende irgendwas, wo dann gesagt wird, ja hier, du hast das super gemacht oder so. Es ist einfach nur Beschäftigungstherapie. Und ich dachte, ich mache das jetzt mal so nebenbei. Weil es ja so schön thematisch passt, nicht wahr? Also eigentlich, naja, vielleicht sagt das auch im gleichen Atemzug, dass ich nicht so ein Fan von Weihnachten bin. Nee, eigentlich ist es mir egal. Weihnachten ist jetzt nichts Besonderes für mich. War es mal, aber die Zeiten sind vorbei. Ich frage mich, wo das TNT liegt. Hier war irgendwo TNT. So. Machen wir nochmal die Ecke hier sauber und das machen wir sauber. Und jetzt muss ich schon wieder den Wischmopp auswaschen. Ach, shit. Ich hasse das. Ich hasse das so. So, immer schön vorsichtig. Die Eimer neigen dazu umzukippen. Und wenn die mit Blut gefüllt sind, dann wird das dementsprechend eine riesige Sauerei. Ist hier alles weg? Gut. Achso, das sind nur Patronenhülsen. War ich das? Sorry. Oh. Was ist? Bitte. Was ist denn? Oh, shit. Was ist denn das hier? Oh, na toll. Ja, ist klar. Nu, genau. Ich fasse es nicht. Ihr habt doch keine Hobbys. Oder? Sag doch mal. Sag mal ehrlich hier. Was soll denn das? Oh, shit. Ich darf die nicht überall dagegen hauen, weil sonst passiert genau das. Die funkeln übrigens so lustig, wenn die... Oh, nein. Oh nein. Oh. Es ist doch schrecklich hier. Hat hier jemand... Ist das Kotze? Na super. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse hier. Selbst im Tod können sie nicht reinlich sein. Typisch. Was mache ich denn jetzt hier? Lass ich die einfach da liegen? Nee, ich glaube nicht. Jetzt fäng ich an zu spielen. Ich mache hier nur alles noch mehr dreckig, wenn ich mit denen durch die Gegend laufe. Also, ich habe geplant, jetzt erstmal so über Weihnachten und Silvester erstmal in Ruhe so ausklingen zu lassen und bla bla, also das ja. Oh nein, jetzt bin ich reingelaufen. Und ich werde wahrscheinlich so gegen... Also am 1. bin ich noch nicht wieder da. Also zumindest, ich bin zwar dann zu Hause, aber ich bin dann noch nicht in dem Gemüt, Videos hochzuladen, glaube ich. Ich muss auch erstmal wieder neue hochladen. Aus dem einfachen Grund, weil ja
Hätte es doch noch gar nicht. Sauber. Dreckig meine ich. Was soll denn das hier? Hä? Okay. Nee, jedenfalls, ich habe ja ein Thema, eine Serie beendet. Das ist Amnesia. Und deswegen muss ich jetzt erstmal was Neues aufnehmen. Was es sein wird, das erzähle ich. Ach, das erzähle ich nicht. Ich werde das dann schon sehen. Das ist ja jetzt nicht so krass wichtig. Ich meine, das guckt sich ja eh keiner an. Das ist aber auch das Positive. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass hier irgendjemand sagt, ich will aber auch zu Weihnachten deine Videos sehen. Ja, will ja keiner. Also von dem her kann ich eigentlich machen, was ich will. Eigentlich ist dieses Video auch total unnötig, aber ich mach's einfach. Ich bin halt höflich, ne? Was ist hier für eine Scheiße hier? Einfach verbrennen. Einfach verbrennen. Ist das jetzt eigentlich hier... Wie dreckig ist der denn? Ah, okay. So. Ah, na toll. Nimm mal nächsten Eimer. So. Den kann ich eigentlich auch schon wieder verbrennen. Ich glaube, das reicht nicht, wenn das so drin liegt, oder? Oh, es ist weg, gut. Ich habe nichts gesagt. So. Ah. Also normalerweise bei den normalen Maps hat man einen Ofen dafür. Aber hier ist es halt ein Kamin. Auch recht nett, nicht? Shit, ey. So ein Shit hier. Gut. Wo kommst du denn her? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich voll verwirrt. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Hä? Hab ich den nicht schon weggeräumt oder was? Komisch. Das ist äußerst mysteriös. Und ich muss immer noch gucken, was das hier eigentlich ist. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Wird schon irgendeinen Sinn haben, denke ich. Ich steig zwar noch nicht dahinter, aber... Ja, hier, ich hätte jetzt gern meine Hände. Hallo, Hände. Oh, danke. Ich möchte nämlich diesen Leichnam auch entfernen. Ganz vorsichtig. Shit. Naja, gut. Mach mal die Ecke noch sauber. Ah, shit. Dieser Wischmob ist einfach sehr ineffektiv, muss ich sagen. Es geht aber gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier auch weghauen soll. Am besten, ich mache einfach alles. Alles in den Ofen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Das ist eh hässlich. Oh nein. Ich glaube, ich habe den Ofen dreckig gemacht und deswegen... Wird das jetzt vielleicht gehen? Ich hoffe es. So. Ach, die Geschenke. Ist bestimmt nichts Gutes drin. Was ist hier? Ah ja, okay. Spielzeuggewehr, da bin ich auch dagegen. Kinder sollen mit Puppen spielen. Ah, das ist ja hübsch. Sieht ein bisschen aus wie Sauron, nur mit einer fetten Axt. Ja gut, weg damit. Plastik brennt gut, beziehungsweise schmilzt gut. Ich weiß immer noch nicht, ich habe doch gerade den Ofen sauber gemacht. Wo kommt denn immer dieses Blut her? Mann, hör doch mal auf hier. Geh rein. Willst du mich verarschen hier? Damit. Ey, immer wenn ich da reinsteige. Steige ich halt nicht mehr rein. Du störst mich auch. Halli hopp. Oh, da liegt ja noch einer. Ups. Gut, dass man so ziemlich alles verbrennen kann, was da reinpasst. Leiche. Leiche kommt da rein. Bleibt da. Der klitscht jetzt ein bisschen rum, aber das soll mich nicht stören. Gib mir das Geschenk. So. Es ist halt immer, also die Aufgabe, da wird halt mehr oder weniger gesagt, mach so viel sauber, wie du es gern bei dir hättest. Also so sauber, wie du es gern sauber bei dir hättest. Und dementsprechend, wenn ich halt was gegen Stühle habe, dann habe ich was gegen Stühle. Sollte ja nicht stören. Machen wir noch den Tisch sauber hier. Scheiße. Jetzt aber. Wunderbar. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Was ist denn?
Das ist sehr merkwürdig. Ach so, das sind die Leichen von oben. Alles klar. Vielleicht hat sich einer durchgeglitscht und ist deswegen hier unten gelandet. Das kann natürlich... Nee, das kann auch nicht sein. Ach, egal. Was haben wir hier hinten noch? Noch mehr Dreck. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Immer dieser Dreck hier. Werde ich überhaupt dafür bezahlt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Machen wir hier mal ein bisschen Licht. Danke. Du kommst weg. Geschenke sind böse. Ey. Müt. Hihi. Und ich will jetzt noch was testen. Das habe ich nämlich in der Vorschau gesehen und hier irgend... Da ist TNT. Gut. Komm mal da hin. Ich glaube, ich fange erstmal mit einem kleinen an. Mal schauen, ob ich es schaffe, ohne mich selbst in die Luft zu jagen. Huch! Ah. Oh. Oh. Wow. Holla die Waldfee. Na, das ist ja mal eine tolle Weihnachtsparty. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Wahnsinn, was ist denn hier alles explodiert? Auf jeden Fall viel komisches Zeug. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Okay. Wie? Was bist du? Achso, du bist Christbaumkugel. Oh nein, ich habe noch mehr Dreck gemacht als vorher. Na, toll! Danke! Das war eine ganz tolle Idee. Bist du denn? Oh, ist ja süß. Krass, bis hierhin. Ne? Wahnsinn. Hier auch noch. Ich hoffe, es ist nicht noch mehr hier. Weil man immer alles ausprobieren muss. Ja, ja. Oh, sorry. Ach, geh da rein. Du störst mich. Du störst mich auch. Du störst mich vor allem. Natürlich bin ich so ein Fan von dem Spiel, weil man hier so alles anpacken kann und ach, ich liebe das einfach sowas. Das hier liebe ich aber nicht, weil das liegt hier so ungünstig rum. Komme ich da überhaupt ran? Ja. Es gibt auch noch eine zweite Extra-Map. Die ist von... oh Gott, ich kann den Namen nicht. Irgend so einem Spiel. Die kriegt man auch rein theoretisch nur, wenn man das Spiel gekauft hat. Ich habe es so gekriegt. Aus dem einfachen Grund. Also ich habe diese Map hier, die Weihnachtsedition sozusagen, die ist ja für 2 Euro erhältlich. Oh shit. Ich habe die aber kostenlos bekommen, weil ich für das Spiel schon sozusagen bezahlt habe. Also ich habe schon Geld dafür ausgegeben. Ich glaube 7 Dollar oder so. Dann bekomme ich nämlich, wenn das fertig ist, bekomme ich das dann so und kann es dann bei Steam mir runterladen. Also ich kriege dann den Key. Und dementsprechend habe ich auch die Keys für ja, die beiden Maps bekommen. Das andere ist halt so im asiatischen Look. Das sind halt ganz viele abgetrennte Köpfe und so. Und Wurfsterne und keine Ahnung. Ist das hier auch rein oder ist das so groß? Komm schon. Hier geht alles rein. Ich. Oh. Komm mal kurz her. Warte. Warte, da, geht doch. Ach, shit. Jedes Mal wieder. Und das Teil nervt mich, weil ich immer noch nicht weiß, wozu das sein soll. Na toll. Ich mache hier mehr Dreck als Ordnung, habe ich das Gefühl. Naja, gut. Das kann auch noch weg. Zucker ist böse. Kerzen sind böse. Ich tue die kleine mal hier rein. Ich nehme die Dreck schon einmal immer gerne, um Sachen da reinzulegen. Also normalerweise hat man ja auch noch... Komme ich hier durch? Ja. Kann man ja auch noch solche Teile rausholen. Da kann man die ganzen kleinen Sachen reinlegen. Oder Gedärme, je nachdem. Hallo? Danke. Geht einfach rein. Oh, ist ja süß. Das Teil schon wieder. Geht das vielleicht mal... Oh nee. Das ist dreckig. Es ist dreckig. Oh. Jetzt mach mal hier. Mach aus. Das nervt mich. So. Ich brauche einen neuen. Schon wieder das. Da ist es. Sauber machen. Danke. Alles schön reine machen. Reine machen. Ist hier noch irgendwo was?
irgendwelche bösen Flecken. Hier ist noch ein böser Fleck. Ein Explosionsfleck. Mit Blut. Aber ohne Gedärme diesmal. Mach das gefälligst richtig sauber. So, den Fleck noch. Ich werde jetzt natürlich nicht so lange spielen, bis das hier sauber ist. Da wäre ich ja echt ewig zugegen. Also ich habe meine Map komplett gereinigt und ich glaube, ich habe da so 3 Stunden davor gesessen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich will es auch gar nicht mehr wissen. Jedenfalls, vielleicht interessiert euch ja das Spiel. Es ist also die Alpha, die ist kostenlos zu erwerben auf der Homepage. Die kann ich auch verlinken. Und bei Steam einfach den Namen eingeben, dann zeigt das euch schon die beiden Maps, die es zu kaufen gibt oder auch nicht. Je nachdem. Und sonst würde ich jetzt gern noch die Musik ausmachen. So. Den kann ich auch verbrennen. Er ist umgefallen, aber es ist nichts rausgekommen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe es zumindest. Mal schauen, wann das Radio verbrannt ist. Man wird es gleich hören. So, dann würde ich sagen, ich wünsche euch schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und was man sich halt so wünscht. Ich finde das immer total flüssig. Also, wenn es nach mir ginge, müsste man das jetzt nicht unbedingt so krass feiern. Es gibt ja Leute, die machen das ja wirklich exzessiv. Da habe ich immer Angst vor solchen Leuten. Naja, und sonst, ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Oh, die Musik ist aus. Und ja, es wird neue Videos geben, es wird neue Spiele geben. Und ja, bis dahin und tschüssi.